Ja, wir freuen uns heute sehr, dass wir Anna Johnson zum Gespräch treffen durften für unsere Themenwoche Bambi hilft Kindern, die wir gestartet haben. Anna hat uns bereits unterstützt mit Repostings, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir uns heute auch zu einem Gespräch treffen konnten und dass das möglich war. Schön, dass du Zeit hast. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, ein Teil der Kampagne sein zu dürfen, fühle mich da auch sehr geehrt. Und ja, wenn man Gutes tun kann, freue ich mich auch immer sehr dabei zu unterstützen und ja, zu helfen, wo ich kann. Super. Du bist ja für uns die perfekte Ansprechpartnerin, was unsere Themen angeht. Bist selbst staatliche Erzieherin und hast Kindheitspädagogik studiert, hast auch als Erzieherin gearbeitet Genau. und bist dadurch prädestiniert, mit uns über das Thema, wie es Kindern in Deutschland geht, was Kinder brauchen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir dich da auch mit deinem ganzen professionellen Background sozusagen heute mit im Gespräch haben. Wir haben gesehen, dass du schon mal in einer Kampagne mit dabei warst, und zwar von der bayerischen Familienministerin Schreyer. Hast du gemeinsam mit Diana zur Löwen eine Kita besucht, sozusagen, und ihr habt ja da eure Erfahrungen ausgetauscht. Wie war das denn für dich und ja, was hast du so für Eindrücke? Ja, es war auf jeden Fall ein spannender Tag für mich, mal wieder so einen Tag in meinem alten Job zu verbringen. Ich arbeite ja jetzt seit 5 Jahren selbstständig und bin nicht mehr in dem Bereich tätig. Muss aber sagen, dass mir das sehr, sehr fehlt, die Arbeit mit Kindern, weil einem das sehr, sehr viel zurückgibt und ja, wirklich so ein absoluter Herzensjob ist. Also ich vermisse das tatsächlich sehr. Und es war schön, nochmal so einen Tag zurück in die Kita zu gehen und nochmal so zurück in den alten Job zu schnuppern. Und ja, es kamen wieder ganz viele alte Erinnerungen hoch. Und wir haben am Ende noch ein schönes Gespräch gehabt. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich und spannend. Der Hintergrund dieses Besuchs damals oder auch der Kampagne war ja, junge Menschen für den Beruf des Erziehers zu begeistern. Tatsächlich durch meine Mama. Meine Mama ist so einer mit meiner größten Vorbilder in meinem Leben und die arbeitet auch als Erzieherin seit, ja, fast 35 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen. Und sie war für mich einfach ja die beste Mama, die man sich vorstellen kann. Und deswegen wollte ich unbedingt in ihre Fußstapfen treten und habe gesagt, ja, so wie sie ist, möchte ich auch sein. Und habe mich damals schon sehr früh für den Beruf der Erzieherin interessiert. Und ja, ich wusste natürlich auch damals schon, ich möchte irgendeinen Job ausüben, der gebraucht wird, der wichtig ist für die Gesellschaft und ja, wo man natürlich auch hat, weil die Erzieher werden immer gebraucht, händeringend auch bis heute. Und genau, deswegen habe ich damals den Beruf gelernt und habe super viel Spaß daran gehabt. Ja, wie eben leider schon erwähnt, gibt es immer noch einen sehr großen Mangel an ja, Fachkräften und an Erziehern. Und das liegt unter anderem daran, dass der Ausbildungsweg immer länger wird und auch immer schwieriger, denn man hat in den ersten Jahren keinerlei Vergütung, je nachdem, in welchem Bundesland man die Ausbildung ausübt. Und ja, das war auch für mich damals ein ziemlich harter und steiniger Weg, weil ich in den ersten 2 Jahren nichts verdient habe in der Ausbildung. Also ich glaube, man macht die Ausbildung wirklich nur, wenn man wirklich ja, mit dem totalen Herzen daran hängt, an diesem Job. Und ich glaube, man müsste einfach noch ein bisschen mehr den Studierenden und den Auszubildenden entgegenkommen und den Job einfach noch ein bisschen attraktiver machen, auch was die Ausbildung angeht. In manchen Bundesländern ist die Ausbildungszeit sogar 5 Jahre. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn man in dieser Zeitspanne wirklich kein Geld verdient oder nur sehr wenig, um sich über Wasser zu halten, dann ist es natürlich auch sehr schwierig, neue Leute für diesen Bereich zu gewinnen. Teilweise muss man ja die Schule auch privat bezahlen, also erstmal auch in Vorleistung gehen, was Genau. angesichts vieler anderer Berufe ja fast schon absurd ist. Wenn man eine Ausbildung zur Bürokauffrau macht zum Beispiel, dann bekommt man ab Tag 1 zwar nur ein niedriges Gehalt, aber man wird dafür bezahlt, weil man auch was leistet. Und vor allen Dingen ist es so ein wichtiger Job und Beruf, weil ich glaube, jeder weiß, dass Kinder unsere Zukunft sind und dass gerade die super viel Aufmerksamkeit und Förderung brauchen, ja, um ein Gesamtbild der Gesellschaft zu erschaffen, ein gutes, ja, gemeinsam funktionierendes Gesamtbild. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass diese sozialen Berufe leider immer noch nicht so richtig gefördert werden, obwohl sie ja so grundlegend sind eigentlich für uns. Ja,
ein sehr wichtiges Thema, weshalb es unsere Stiftung gibt. Also viele wissen zum Beispiel solche Dinge gar nicht, dass Erzieher erstmal nicht vergütet werden, dass sie nur sehr gering vergütet werden. Auch dass auch in anderen Bereichen, in gesundheitlichen Bereichen, dass da Familien Anspruch auf Leistungen haben, wenn sie kranke oder behinderte Kinder haben, die Kassen aber erstmal das verweigern, obwohl man eigentlich einen Anspruch darauf hat. Also da ist tatsächlich sehr viel, wo wir als Gesellschaft uns überlegen müssen, wie wollen wir das oder wie wollen wir leben und welche Betreuung wollen wir für unsere Kinder, aber auch für unsere älteren Menschen. Ich denke, dass man gerade jetzt in der Corona-Pandemie da auch nochmal im gesellschaftlichen Diskurs merkt, dass das sich so ein bisschen verschiebt. Und vielen aufgefallen ist, dass es eben, wie du sagst, sehr wichtig ist. Auf jeden Fall. Es ist halt so alltäglich geworden, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig gewertschätzt wurde, wie wichtig das eigentlich ist, diese tägliche Betreuung oder Zusatzangebote für Familien. Und wie du gerade schon meintest, gerade jetzt in den Corona-Zeiten merken es vielleicht dann doch die Einzelnen, wie wichtig das dann doch ist, für Kinder andere Kontakte zu haben, für die Förderung. Man merkt das ja auch bei Kindern, sobald sie den Eintritt in die Kita wahrnehmen, dass sie sich total schnell weiterbilden und viel, viel größere Fortschritte machen als noch ein paar Wochen zuvor, wo sie halt noch nicht in der Kita waren. Also ich glaube, das nimmt man oftmals nicht so wahr. Oder viele denken ja auch, in der Kita wird nur gespielt oder was ist schon Freispiel. Da sehen die Kinder halt mal ein bisschen. Aber was da in den Köpfen passiert, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und das ist eine hohe Kunst. Und so ein Kita-Alltag ist auch für die Kinder so wie für uns ein harter Arbeitstag. Also die lernen so, so viel dazu, jeden Tag, in jeder Stunde, in jeder Tätigkeit, was sie machen. Und das ist ganz essentiell für unsere Kinder und somit natürlich auch für unsere Gesellschaft. Und ja, das muss einfach gefördert werden, das muss gestärkt werden. Wir brauchen da gute Leute und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Kitas sind Bildungsorte. Du hast es auch gerade schon gesagt, dass Kinder viele Eindrücke brauchen, damit sie lernen. Und wenn sie immer nur das Gleiche sehen, dann ist der Lerneffekt eher gering und auch die Entwicklung viel langsamer. Es wird teilweise Müttern, wenn sie ihre Kinder früh in Betreuung geben, immer noch vorgeworfen, sie wären Rabenmütter, sie müssen sich da ihrer Aufgabe widmen. Das ist ein sehr heißes Thema, wie alle Themen, denke ich, wo es um vor allem kleine Kinder geht, wo jeder das Beste für sein Kind will, es viele unterschiedliche Ansichten gibt. Aber du als Erzieherin auch, was denkst du denn? Was brauchen Kinder letztendlich? Ja, Kinder brauchen auf jeden Fall an aller ersten Stelle Liebe und Zuwendung. Das ist das Allerwichtigste. Sie brauchen Aufmerksamkeit, sie brauchen Förderung, andere soziale Kontakte. Und ich glaube, genau das sind auch so die Grundbausteine, die Kinder in Familien erfahren sollten oder auch in ihren Bildungsstätten. Stichwort Aufmerksamkeit. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass viele Eltern die Zeit, die sie eigentlich mit ihrem Kind verbringen, nur halb verbringen, weil sie den Rest der Zeit an ihrem Handy hängen zum Beispiel und auch auf dem Spielplatz irgendwie WhatsAppen oder so, während das Kind alleine spielt. Was sagst du dazu? Also ich glaube, dass viele denken, dass die Kinder das vielleicht nicht mitbekommen, auch wenn die Kinder vielleicht noch nicht laufen können, im Kinderwagen geschoben werden und die Mutter oder der Vater währenddessen am Handy ist, das merken die Kinder. Die sind super sensibel. Also die bekommen alles mit, mehr als wir Erwachsenen manchmal denken. Und ich finde zum Beispiel, Medien gehören ja auch mit dazu in der heutigen Gesellschaft und in der heutigen Bildungsarbeit. Und davon sollte man Kinder natürlich nicht ausschließen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Fernsehabend macht, finde ich es wichtig, dass man sich mit dem Kind ganz bewusst zum Beispiel vor den Fernseher setzt, einen gemeinsamen Film oder eine Serie schaut und auch danach ins Gespräch geht oder währenddessen ins Gespräch geht, um zu schauen, versteht das Kind diesen Film, worum es gerade geht und dass man hinterfragt und nachfragt und den Film wirklich ganz bewusst gemeinsam schaut und nicht, okay, das Kind ist jetzt gerade mal vorm Fernseher geparkt oder es ist auf dem Spielplatz geparkt, das merkt jetzt gerade nicht, wenn ich abwesend bin am Handy, sondern die kriegen ganz, ganz viel mit und ich finde, da sollte man sich schon die Quality Time, die man dann mit den Kindern hat, auch wirklich zu Herzen nehmen und nutzen und denen auch die volle Aufmerksamkeit dann schenken. Die Zuneigung, die sie dann auch wirklich brauchen und verdient haben. Absolut. Was hat dir denn so am meisten Freude bereitet? Also das Schönste war eigentlich immer, egal was ich für einen schlechten Tag hatte, ich konnte wirklich mit dem
mit dem falschesten Fuß, mit dem man aufstehen kann, morgens aufstehen und die schlechteste Laune haben. Und sobald man wirklich in die Gruppe kam und die Kinder einem umarmt haben und einem so viel Liebe geschenkt haben, da war alles vergessen, auch wenn die Kinder manchmal laut waren oder Mist gebaut haben oder der 10. Teller mit Reis auf den Boden gefallen ist, was ihm du schon 15 Mal gekehrt hast. Das ist alles wie weggeblasen, wenn du wirklich ein schönes Kinderlächeln bekommst. Und Kinder sind ja auch einfach super ehrlich. Das heißt, die reden nicht um den heißen Brei, sondern wenn die dich mögen, dann sagen die dir das. Wenn die dich nicht mögen, sagen sie es dir auch. Aber man weiß zumindest immer, wo man dran ist. Und ja, einfach die Liebe von den Kindern zu bekommen, war für mich das Allerallerschönste. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ich irgendwann auch wieder in den Job zurückgehen werde, weil ich das schon sehr vermisse. Wir möchten, dass alle Kinder wieder lachen können. Wir haben in unserer Stiftung ja leider Themen, die sehr hart sind. Wir haben Kinder, die schwer krank sind, die schwerstbehindert sind, die auch sterben auf Perspektive von 1, 2, 3 Jahren teilweise noch schneller. Wir haben Kinder, die unter extremsten Armutsverhältnissen aufwachsen, die misshandelt wurden, die Opfer von Gewalt wurden, von sexuellem Missbrauch. Also wirklich harte Themen, wo man auch leider oft sagen muss, für die wird nicht wieder alles gut. Das wird nie mehr gut. Also Kinder, die Behinderungen haben, das wird nie mehr. Die werden nicht gesund. Mhm. Aber wir haben das Ziel, dass alle diese Kinder, dass wir denen ihr Leben so erleichtern können, dass sie wieder lachen können. Weil wir eben glauben, Kinder, die lachen, sind glückliche Kinder und sind Kinder, die unsere Gesellschaft auch glücklich machen und vorwärts bringen. Die werden Kinder, die lachen, werden zu Erwachsenen, die lachen, ja. Werden zu Erwachsenen, die sich kümmern und die Wert aufeinander legen und auf eine gute Gesellschaft und auf einen guten Umgang miteinander. Und das ist eigentlich das, was, was wir erreichen wollen. Ja, mein Herz hängt natürlich total an der Kampagne, weil, wie ich ja eben schon erwähnt habe, ich ja selber aus dem sozialen Bereich komme und da geht einfach mein Herz auf. Ich weiß, wie dankbar Kinder auch sein können. Also ich glaube, alles, was man gibt, alles an Arbeit oder Investitionen, kriegt man doppelt und dreifach wieder zurück von den Kindern. Und das ist es mir in allen Fällen wert. Ich weiß auch, ich habe sehr, sehr viele Menschen in meiner Community, die selber Kinder haben oder die selber aus dem Erzieherberuf kommen oder aus dem sozialen Bereich. Und ich weiß, dass mich da ganz, ganz viele unterstützen. Und deswegen wollte ich unbedingt bei der Kampagne dabei sein, damit ich euch da ein bisschen unter die Arme greifen kann. Freut uns sehr, dass du da uns unterstützt und ja, da ein Teil von bist, weil wir ja Reichweite brauchen, um auf unsere Themen aufmerksam zu machen, um drüber zu sprechen, wie es Kindern gerade geht. Also es ist vor allem wichtig, drüber zu sprechen, was Kinder teilweise auch erlebt haben im ersten Lockdown. Wir haben steigende Zahlen, was Notrufe angeht bei Hotlines, wo Kinder sich hinwenden können, die Gewalt erfahren, die Angst haben, die misshandelt werden. Wir haben viele, viele Projekte mussten schließen, die sich um Kinder kümmern, die zum Beispiel zu Hause kein warmes Mittagessen bekommen, die niemand haben, der mit ihnen Hausaufgaben macht. Die waren komplett sich selbst überlassen. Wir haben auch Projekte, wo Kinder, also man kann ja auch digital das sozusagen nur begrenzt auffangen. Ne? Man kann nicht 6-Jährige mit einem Laptop ausstatten und dann erwarten, wir können jetzt mit denen Homeschooling machen. Ja. Und wenn dann nicht die Zeit ist von den Eltern oder auch die Lust teilweise oder wenn die wahnsinnig viel arbeiten, weil sie eher aus dem Niedriglohnsektor kommen, dann haben die einfach nicht die Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Normalerweise haben wir Projekte, die wir finanziell unterstützen, die das dann übernehmen. Nur die mussten alle schließen, vor allem im ersten Lockdown. Und für die Kinder ist es eine wirklich harte Zeit gewesen. Die waren teilweise komplett sich selbst überlassen, sind nicht mehr von zu Hause rausgekommen. Und da haben wir auch wirklich sehr erschreckende Nachrichten teilweise bekommen aus den Projekten, dass die Angst hatten, den Kontakt zu den Kindern zu verlieren. Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Zeit für alle. Aber ich glaube, gerade die Kinder leiden sehr darunter. Also ich habe immer versucht, mich mal in mein früheres Ich zu versetzen, wenn diese ganze Pandemie passiert wäre in meiner Kindheit, wie ich darunter gelitten hätte. Und ich glaube, das wäre für mich ganz, ganz, ganz schlimm gewesen, weil für mich auch damals in der Kindheit schon meine sozialen Kontakte, meine Lehrer und ich war sehr wissbegierig. Für mich war die Schule ein absolutes Highlight. Ich bin super gern zur Schule gegangen. Ich glaube, das wäre für mich total schlimm gewesen und ich kann mich sehr gut in die Kinder hineinversetzen. Vor allem tut es natürlich die noch mal schwieriger oder doller, die natürlich in sozialen Missständen sind oder körperliche Behinderungen haben oder Ähnliches.
Die haben es dann natürlich noch schwieriger, wie du schon sagtest, wenn die Projekte wegbrechen oder soziale Gruppen, wo sich die Kinder sonst connected haben, ausgetauscht haben, zusammen gespielt haben. Das ist natürlich, das ganze Leben steht Kopf in solchen Monaten wie jetzt. Ja, und Kinder, auch wenn sie nicht irgendwie erkrankt sind oder aus benachteiligten Verhältnissen, müssen auf wahnsinnig viel verzichten, was, glaube ich, vielen Erwachsenen gar nicht so bewusst ist, was Kindern wichtig ist. Ja, wichtig ist mir auf jeden Fall, dass es eine seriöse Stiftung ist, die ich unterstütze, gerade wenn ich auch meine Community dazu aufrufe, eine Spendenaktion zu teilen oder bei einer Spendenaktion mitzumachen. Quelle ist und eine seriöse Stiftung, und das seid ihr. Ich kenne euch auch schon seit ein paar Jahren und deswegen bin ich da ganz, ganz happy. Und der allerwichtigste Grund natürlich, dass das Geld, was zusammengekommen ist und auch die Aufmerksamkeit, die zusammengekommen ist, durch solche Aktionen auch bei den Betroffenen ankommt. Und das sind natürlich unsere Kinder, nicht, dass das Geld für irgendwelche Werbezwecke verwendet wird oder ja, irgendwelche anderen Dinge, sondern dass es halt wirklich unterm Strich dann auch den Kindern zugutekommt. Das ist uns sehr wichtig, weil wir daran glauben, dass Spender mündige Personen sind, die wissen wollen, was mit ihrem Geld passiert. Und deswegen legen wir da in der Tat großen Wert drauf. Ja, das ist schön. Ich glaube, das ist auch so ein großer Grund, was viele Menschen davon abhält, Geld zu spenden, weil sie nicht so richtig wissen, wo kommt denn das Geld an, was wird damit gemacht. Und ich finde das immer sehr schön, wenn es so Organisationen gibt oder Stiftungen wie ihr, die sehr transparent damit umgehen. Was würde dich denn freuen, wenn wir gemeinsam mit der Kampagne erreichen würden? Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn die Kinder ihr Lächeln zurückgewinnen, worüber wir eben schon ganz kurz gesprochen hatten. Dass den Kindern der Alltag so ein bisschen erleichtert wird und dass ihnen so ein bisschen die Last genommen wird und sie wieder ein bisschen mehr Freude einfach in dieser aktuellen schwierigen Zeit haben, dass Eltern entlastet werden, dass Lehrer entlastet werden, dass Kinder wieder ein Stück weit zurück in ihren Alltag zurückkehren können, wieder soziale Kontakte eventuell wahrnehmen können oder besondere Ereignisse wahrnehmen können. Und das wäre natürlich das Allerschönste, dass es den Kindern einfach besser geht. Aber ich wollte euch nochmal loben auf jeden Fall für dieses ganze Projekt. Ich weiß, dass da unglaublich viel Arbeit hintersteckt und super viel Organisation und unglaublich viele Menschen daran beteiligt sind. Und das finde ich wirklich schön, dass ihr euch da stark macht in so einer Situation, in so einem verflixten Jahr, wie man es nicht anders sagen kann, wie in diesem. Ich glaube, jeder von uns trägt auch so ein bisschen sein eigenes Päckchen mit, vor allen Dingen in so einem Jahr wie jetzt. Und dass ihr euch trotzdem im Herz fasst und euch hinsetzt und einfach versucht, Gutes zu tun, auch in diesen schwierigen Zeiten, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und ich finde, das muss auf jeden Fall nochmal gehört und gelobt werden. Dankeschön. Das freut uns wirklich sehr. Es ist in der Tat viel Arbeit, aber ich glaube, wir machen das alle gerne. Wir sind mit sehr viel Herzblut dabei und wir brauchen halt einfach Unmengen von Kaffee und Unmengen von Concealer im Gesicht und dann geht das auch.